Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvestella. Aktuell sind wir dabei, uns ein bisschen durch die Beziehungsquest zu arbeiten. Und ja, beim letzten Mal haben wir uns um Grass, Brecker, Heine und Emo gekümmert. Heute sind dann Shirka, Ishtina und Azir dran. Wir fangen mal mit Shirka an, denn die ist hier direkt um die Ecke in der Chronomaliehöhle. Und wartet auf uns, damit wir gemeinsam mit ihr gegen ein Monster kämpfen. Und das klingt auch spannend. Wir müssen hier mal gucken, wo genau sie ist. Ja, in der Höhle, würde ich vermuten. Wenn da wirklich steht, ich treffe sie in der Höhle. Bisschen Mamp haben wir noch dabei. Also ein bisschen Heilung. Das müsste eigentlich reichen. Hier ist sie nicht. Okay, hier um die Ecke irgendwo muss sie warten. Und da sehe ich ja schon das Ausrufezeichen. Ich habe schon gewartet, Jenny. Wenn du soweit bist, würde ich gern schnellstmöglich das fragliche Monster vernichten. Ja, aber aktuell sehe ich keins. Ein Yadine ist ein Monster, das tief unter Wasser lebt. Wir werden es also nicht finden, wenn wir einfach nur herumlaufen und aufs Beste hoffen. Ganz ruhig. Was meinst du, worauf ich mich so lange vorbereitet habe? Na jedenfalls. Nichts Wichtiges, nur eines der Dinge, die ich vorbereitet habe. Jetzt rede mal ein bisschen mehr mit mir und sag nicht nur, ich habe Dinge vorbereitet. Ich bin total unvorbereitet im Gegensatz zu dir und so lässt du mich einfach dastehen. Jetzt, da ich weiß, dass das Yadine im Wasser lebt. Aha, da habe ich wohl den Jackpot gewonnen. Es ist hier, Jenny, im Wasser. Zweifelst du an mir? Als nächstes müssen wir das Yadine aus dem Wasser locken. Ich sagte doch, ich bin gut vorbereitet. Dachtest du etwa, ich hätte mir die ganze Zeit nur die Nase gepudert? Genug ist genug. Komm raus da. Shirka wirft einen roten Edelstein ins Wasser. Ein Stück Feuermonolith, das mit Magie erfüllt ist. Es sollte im Wasser aktiviert werden und die Temperatur drastisch erhöhen. Die Yadine sind heißes Wasser nicht gewohnt. Das soll es rauslocken. Okay, ja, und es ist wütend. Ach, das ist so eine Yadine, okay. Ein Monster springt aus dem Wasser. So einfach ist das. Ach ja, das Ding soll übrigens die Wasserquelle des... da in des Berges angezapft haben und vergiftet, sodass die Menschen krank werden, die in der Kirche getauft werden. Und ja, das müssen wir natürlich verhindern. Jetzt müssen wir ihn nur noch besiegen. Bereit, Jenny? Jojo, ist ja nicht der Erste, gegen den wir kämpfen. Erstmal vergiften finde ich schon mal gut. Ja,
Also ich sehe diese Questmonster. Ich sehe ja all die normalen Monster, die man so in den Höhlen trifft. Oh nein. Das hat mich erwischt. So, das war's auch schon. Gegen uns drei kommt halt keiner an. Oh, unschuldige Seele. Mögest du in Frieden ruhen. Das Nyadyne wollte lediglich das Wasser kontaminieren. Aber wir mussten es vernichten. Hätten wir es nicht getan, wären viele Menschenleben verloren gewesen. Bei der Entscheidung, wer lebt und wer stirbt, war dies die einzige vernünftige Option. Ich weiß, das klingt widersprüchlich, aber nur so können wir Menschen überleben. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Kehren wir schnell zurück und berichten von unserem Erfolg. Bitte verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Das passiert jedes Mal. Nein, ganz und gar nicht. Ruh dich aus und ich sage dir, was passiert ist. Erinnerst du dich noch an die Flüssigkeit, die ich vor unserem Kampf gegen das Nyadyne getrunken habe? Das ist ein besonderes Elixier. Wenn man es trinkt, verstärkt es eine Zeit lang die Zauberkräfte und steigert die Sinne. Darum konnte ich das Nyadyne im Wasser finden. Die Nebenwirkungen können jedoch fatal sein. Man kann sich zum Beispiel nicht mehr bewegen, so wie ich gerade. Ich bin Missionarin. Dies war der optimale Pfad, also schlug ich ihn ein. Es hätte aber auch noch andere Pfade gegeben, meine Güte. Ohne dich selbst in so eine Gefahr zu bringen. Du brauchst dich wirklich nicht zu sorgen. Ich nehme es nicht zum ersten Mal. Das machst du nicht besser. Darum bat ich dich, mich zu begleiten. Bitte verzeih mir, ich wollte dich nicht täuschen. Aber da ich mich nicht bewegen kann, würdest du mir die Gesellschaft leisten, bis ich mich erholt habe. Wow. Ich finde es echt nicht gut, dass sie sich selbst so schwächt. Und das mit sich selbst macht. Gäbe es sicher andere Methoden, herauszufinden, dass wo das Nyadyne oder sonst was ist. Was für eine Frage. Also gut. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Dann kann ich auch in ein paar Erinnerungen schwelgen. Ich habe es vielleicht bereits erwähnt, aber ich bin ein Waisenkind. Niemand hört gerne davon, also bekommst du die Kurzfassung. Wir bekamen einige Male die hässliche Seite der Welt zu sehen, Ters und ich. Deshalb war ich damals vielleicht auch so ungehobelt. Stimmt. Es ist kein Wunder, dass Ters ist, wie er ist. Aber jemand half uns, dieses Leben hinter uns zu lassen. Er nahm uns in den Tempel auf. Kierkegaard. Alle waren so nett zu mir, wo ich doch nichts hatte außer meiner Kleidung am Leib. Anfangs dachte ich, es gäbe einen Haken, aber ich lag falsch. Jedem innerhalb des Ordens wird beigebracht, die Verlorenen zu erlösen. Einige finden die Lehren zu streng. Aber die vermittelten Werte sind allgemein gültig. Rette jene, die Rettung brauchen. Lerne deinen Hass zu zügeln. Das ist unsere Moral. Aber man darf doch auch mal wütend sein, finde ich. Man hat das Recht dazu, manchmal auch wütend zu sein. Wut ist nicht gleich Hass, das sehe ich ein. Aber sich so komplett zu kontrollieren, finde ich nicht gut. Man darf auch mal aus der Haut fahren. Das ist gesund, wenn man nicht alles runterschluckt. Ja, es wäre gut für dich, das auch zu lernen. Hui! So kam ich zur Überzeugung, dass, wenn ich gerettet werden kann, auch die Welt noch zu retten ist.
dass die Meinungen der Menschen sich auf das gänzlich ähnliche Weise ändern können. Also wurde ich Missionarin, um anderen so gut zu helfen, wie ich nur konnte. Ich ahnte ja nicht, dass all das nur Teil von Kierkegaards Plan war, wie du bereits weißt. Das weiß ich natürlich, auch wenn es alles eine List war. Ich bin mir meines Glaubens dennoch sicher, das ist die Wahrheit. Darum bin ich stolz darauf, Missionarin zu sein. Dass der Rappen kennt, es klingt schon etwas übertrieben dramatisch, wenn ich so darüber nachdenke. Es ist eine Art Metapher. Es ist sowas wie eine Legende im Ohren der Chronomalie. Im Zeitalter des Untergangs wird der Geflügelte wiedergeboren und die Welt heilen und erlösen. Dieser Geflügelte ist auch als Seraph bekannt und soll Schöpfer der Erde und der Chronomalien sein. Du weißt vom Silenzium und der beispiellosen Zerstörung, die es hinterlässt? Nun, jemand sagte, dass ich eine Dienerin des Seraphs bin, da ich mit starken Zauberkräften geboren wurde. Und das ist auch gut so, in einer Welt voller Ungewissheit wird Licht wirklich gebraucht. Damit will ich sagen, dass ich eher an den Lehren als an der Religion selbst interessiert bin. Ja, wir sind eben eine Familie. Ich denke, ich habe mich genug ausgeruht. Ich kann mich wieder bewegen, meine Zauberkraft muss also zurück sein. Danke nochmals für deine Unterstützung, Jenny. Wie gesagt, für mich ist das nicht so außergewöhnlich wie für dich. Ich gehe zurück in die Stadt, ich muss mich besputen und von unserem Erfolg berichten. Bis bald, Jenny. Ich schicke dir einen Brief, wenn ich dich wieder brauchen sollte. Seraph, das Mädel, das uns im Traum... oder ja, im Traum erscheint? Oder was auch immer das denn ist? Visionen hat ja auch Flügel, also ist sie der Seraph? Ja, die Welt retten wird? Spezialtechnik Dogma Imperio. Freischalten, okay. Ein mächtiger Schlitz- und Splitzangriff, der Dogma nutzt. Effektiver gegen Gegner mit Statusleiten. Ui. Nun, haben wir auch nicht den Spezialangriff mal? Dann fehlen nur noch zwei. In der Njordsteppe und in Nemea. Nein, Ei des Himmels. Njordsteppe und Ei des Himmels. Warum wird mir eigentlich Ariane hier nicht mehr angezeigt? Ariane wird mir bei den Edelsteinen nicht mehr angezeigt, bei den Beziehungsdingern. Egal, wir gehen auf jeden Fall zuerst in die Njordsteppe. Und reden mit Ishtina. Die sich ja ihrer Vergangenheit, dem Schatten ihrer Vergangenheit stellen muss. Ihre Vergangenheit als Muchelmörderin in einer, Gilde? Würde man das so bezeichnen? Ich glaube schon. Einer Mördergilde sozusagen. Und ich glaube Rosny immer noch nicht so ganz. Ich habe ja das Gefühl, sie hat diesen Schatten heraufbeschworen, um Ishtina davon zu überzeugen, dass sie auf ihrer Seite ist. Und Ishtina im Grunde am Ende zu sich zurückzulocken? Möglicherweise? So, wo wartest du? Natürlich bin ich auf der falschen Seite angekommen. Hallo. Huch, und wer bist du? Was ist nur los mit ihr? Sie sollte doch längst hier sein.
Es regnet in Strömen und hier sind Monster unterwegs. Du solltest nach Hause gehen. Hm? Oh, danke für deine Anteilnahme. Aber ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Nicht, bis meine kleine Schwester nach Hause kommt. Sie arbeitet jetzt schon seit ein paar Jahren in Chatolla und war seit Ewigkeit nicht mehr zu Hause. Jetzt, wo die Entführungen in dem Meer aufgehört haben, hatte ich gehofft, mit ihr wieder vereint zu werden. Sie ist meine einzige kleine Schwester und ich möchte der Erste sein, den sie bei ihrer Heimkehr erblickt. Oh, ich gehe auch zwischendurch nach Hause. Ich verbringe hier nur so viel Zeit, wie ich entbehren kann. Aber ich mache mir Sorgen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann sie zuletzt nach Hause gekommen ist. Sie hat mir sogar geschrieben, dass sie heimkommen will. Der Gedanke ist mir natürlich auch schon gekommen. Am liebsten würde ich losziehen und nach ihr sehen, aber ich kann nicht einfach aus dem Meer verschwinden. Natürlich, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Du kommst doch viel rum, oder? Klar, tust du das. Hör zu, ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass du nach Chatolla reist und meine Schwester aufspürst. Wenn du sie auch noch fragen könntest, warum sie noch nicht nach Hause gekommen ist, wäre das noch besser. Ich helfe gern. Eine so positive Antwort habe ich nicht erwartet. Ich kann von Glück reden, jemanden wie dich getroffen zu haben. Der Name meiner Schwester ist Miss Keller. Vielleicht hast du Glück, wenn du dich in der Bar von Chatolla umhörst. Da bin ich eh regelmäßig. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Sie ist so schön wie ein Engel. Ich verlasse mich auf dich. Aber erst kümmern wir uns um Ishtina, junger Mann. Egal, was mit deiner Schwester ist in der Zeit. Du bist nicht Ishtina. Freut mich, dass ihr beide kommen konntet. Ich komme gleich zum Punkt. Ich muss euch etwas zu der Angreiferin erzählen, nach der wir gesucht haben. Sag nicht, dass du herausgefunden hast, wer sie ist. Nicht ganz, aber mir ist etwas eingefallen, das ihr wahrscheinlich wissen solltet. Wovon redest du? In jedem Selbst ruht auch Schatten. Deshalb übernimmt der Schatten die Kontrolle, wenn das Selbst ins Wanken gerät. An sich selbst zu zweifeln, kommt einem Todesurteil gleich. Man kann Selbstzweifel nur auslöschen, indem man seinen Schatten kontrolliert und Herr seiner selbst wird. Weißt du das? Ich habe den Boss mal zur Macht deines Schattens befragt. Das war seine Antwort. Das waren seine Worte? Ja, er ist der Anführer. Er nahm mich auf, als ich niemanden hatte. Er hat mich von klein auf zu einem Mitglied des Bundes gemacht. Alles, was ich über das Kämpfen weiß, habe ich von ihm gelernt. Aber diese Worte hat er mir gegenüber nie geäußert. Was soll das alles so bedeuten? Warum hat er dir das erzählt? Er hat schon immer gefürchtet, dass dein Schatten gefährlich außer Kontrolle geraten könnte. Außer Kontrolle? Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, aber... Ich schätze, dass er es dir nicht sagen wollte, damit du dich selbst nicht noch mehr hinterfragst. Er sagte mir, dass es besser für dich wäre, wenn ich es dir verschweige. Er wollte, dass ich nicht an mir selbst zweifle. Wenn das Selbst ins Wanken gerät, übernimmt der Schatten die Kontrolle. Meine Selbstzweifel sind die Angreiferin, mein Schatten, der gefährlich außer Kontrolle geraten ist. War der Boss deswegen besorgt? Wahrscheinlich. Wenn das dein Schatten ist, würde es erklären, warum sie genau wie du aussieht und sich selbst die Schattenmeuchlerin nennt. Sie könnten... Wieso könnten wir sie sicher loswerden? Das kann aber nur Ishtina schaffen. Meine Selbstzweifel. Denkst du, das, was an jedem Tag passiert ist, hat etwas damit zu tun?
Das ist ihr also nicht erzählt. Warte, Rosny. Ich werde es erzählen. Das wollte ich ihr selbst erzählen. Es verfolgt mich immer noch. Ich werde es nie vergessen. Es hat sich so lebhaft in mein Gedächtnis eingebrannt. Der Tag, an dem ich die anderen Mitglieder in meiner Bande mit meinen eigenen Händen tötete. Sie hatten sich entschlossen, sich aufzulehnen. Einige der Mitglieder wollten den Boss stürzen, deswegen fingen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Ich war bereit, für unseren Boss und die Bande, die er aufgebaut hatte, zu sterben. Ich kämpfte aber gegen genau die Leute, mit denen ich gemeinsam Aufträge ausgeführt hatte. Ich nahm ihnen nacheinander das Leben. Ich kann es dir nicht verübeln, wie du mich ansiehst. Aber Stina, hättest du das damals nicht getan, wäre der Boss ermordet worden. Ich wäre vermutlich auch gestorben. Ich weiß, Rosny, aber ihr Blut wird auf ewig an meinen Händen kleben. Als alles vorbei war und ich ihre leblosen Körper auf dem Boden sah, wusste ich, dass ich aussteigen musste. Ich habe meine eigenen Kumpanen kaltblütig ermordet. Was mir am meisten Angst dabei machte, war ich selbst. Deswegen bist du gegangen. Du bist fort, ohne etwas zu sagen. Ich hatte damals keine andere Wahl. Was für eine Ironie. Ich musste all das verlassen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Christina. Nun, Jenny, jetzt weißt du, was für ein Mensch ich bin. Mit Blut an den Händen kümmere ich mich um die Kinder im Waisenhaus und versuche, meine Schuld zu tilgen. Ehrlich gesagt verdiene ich es nicht, in Nimir zu leben. Entschuldige, dass ich bisher nichts dazu gesagt habe. Jetzt, wo du weißt, wer ich bin, musst du enttäuscht sein. Ich bin nicht enttäuscht. Du hast es getan, um die zu beschützen, die du liebst. Und du hast sicher auch nicht den Kampf begonnen. Ich meine, sie wollten den Chef töten, den Boss töten, deinen Anführer töten, wahrscheinlich deine beste Freundin töten, Rosny. Und sie hätten dich auch getötet, wärst du ihnen in die Quere gekommen. Es ist lieb von dir, dass du versuchst, mich zu trösten. Der Schatten besteht aus meinen Selbstzweifeln. Vielleicht hast du recht, Rosny. Seit ich gebeten wurde, das Waisenhaus zu übernehmen, habe ich mehr und mehr versucht, das Vergangene zu vergessen. Das meinte der Boss damit, als er sagte, mein Schatten könne gefährlich außer Kontrolle geraten. Christina. Es ist, als ob mein Schatten immer dunkler wird, je mehr ich versuche zu glänzen. Je näher ich der Sonnenseite des Lebens komme, desto größer wird dein Schatten. Das kennen wir auch schon aus Kingdom Hearts, ja. Schmerzlicher wird mir klar, dass ich hier nicht hingehöre. Das muss es sein, was mir mein Schatten versucht mitzuteilen. Er ist die Personifizierung deiner Schuld. Ja, so ist es wohl. Vielleicht gehöre ich wirklich nicht hierher. Ich weiß aber, dass sich dieser Schatten herumgetrieben und Leute angegriffen hat, ohne dass ich etwas davon wusste. Und ich weiß, dass ich mich meiner Vergangenheit stellen muss, wenn ich dem ein Ende bereiten möchte. Jenny, Rosny, könnt ihr mir ein wenig Zeit geben? Ich muss über alles nachdenken. Was auch passiert, es wird kein Ende nehmen, bis du dich deinen Dämonen stellst. Es liegt jetzt also an dir. Es tut mir leid, dass ich euch beiden Umstände gemacht habe. Aber ich bitte euch, noch ein wenig länger zu mir zu halten. Ich glaube nicht, dass du böse bist und hier nicht hingehörst. Dein Herz hat sich geändert.
Und ich glaube auch nicht, dass du damals die Leute alle umgebracht hättest. Hätten sie dich nicht dazu gezwungen. Entsprechend werde ich auf deiner Seite immer stehen. Manchmal muss man grausame Dinge tun, um das zu verteidigen, was man liebt. Und manchmal ist die Wahl halt einfach nur, entweder du selbst tust etwas Grausames oder dir wird etwas Grausames angetan. Dann noch abzu. Ah, siehe. Er will mich ja wieder hinten treffen. Und mit Otella zusammenreden. Ich bin ja gespannt. Bei ihm nähert sich diese Quest ja, beziehungsweise so allmählich dem Ende. Ihm fehlen nur noch 2 Kristalle. Otella. Hi. Hallo Azir und hallo Jenny. Dass ich euch hergerufen habe, muss für euch beide eine erfrischende Abwechslung gewesen sein. Es ist definitiv anders, als wenn du einfach so aus dem Nichts auftauchst. Was ist los, Otella? Warum hast du uns dieses Mal hergerufen? Nun, es scheint, als gäbe es auch etwas, das ich dir sagen will. Ich bin ganz Ohr. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ei des Himmels zu verlassen. Ich habe euch beide hierher gerufen, weil ich mich verabschieden wollte. Wieso? Meine bloße Existenz ruft zu viele Erinnerungen an Tiella hervor. Aber ich bin nicht sie und kann sie niemals werden. Das versuche ich auch gar nicht. Was bedeutet, dass meine Anwesenheit in und um Nemea für eine Menge Verwirrung sorgen würde? Also gehe ich an einen anderen Ort, irgendwo weit weg. Das ist eine Entscheidung. In der Tat. Diese Möglichkeit hat sich mir durch dich eröffnet, Azir. Was? Ich gebe dir einen kleinen Einblick, wie es ist, ich zu sein. Weißt du noch, wie ich dir erzählte, dass alle Erinnerungen Tiellas von Anfang an in meinem Gehirn installiert waren? Du solltest dir vorstellen, wie das ist, wenn so etwas passiert. Fühlen sich die Erinnerungen wie deine eigenen an. Ich bin nicht Tiella und doch sind ihr alle ihre Erinnerungen in meinem Kopf gefangen. Du warst ihr so wichtig, als wärst du ein Teil ihrer Familie gewesen. Und das hat mich so geärgert. Ich bin nicht Tiella und trotzdem sind die Erinnerungen, die ich an dich habe, zu stark und wichtig für mich. Das ist so ein frustrierendes und ärgerliches Gefühl. Also habe ich versucht, Tiella zu werden, besser als Tiella. Bingo. Ich dachte, ich könnte meine Kraft mit ihm teilen. Das war es, was Tiella nie vermochte. Ich hatte keine andere Wahl, als ihre Erinnerungen mit meinen zu überschreiben. Ich habe nie wirklich verstanden, was in meinem Herzen vor sich ging. Aber das führte nur dazu, dass ich einer Menge Leute zur Last gefallen bin. Das heißt nicht, dass du gehen musst. Hör auf, Azir, das reicht jetzt. Es reicht mir zu wissen, dass es jemanden in dieser Welt gibt, der mich so sieht. Und akzeptiert, wie ich bin. Otella. Tiella hat es wirklich nicht leicht, weißt du? Ein künstliches, von Menschen erschaffenes Wesen, das so oft an dieser Welt verzweifelte. Jedes Mal, wenn sie allein durch das Ei des Himmels wanderte, erinnerte sie sich, warum sie erschaffen wurde. Vielleicht wurde sie deshalb so leicht von jemandem gerettet, der so unfassbar nett ist. Ich mache nur Spaß. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ich habe mir nur einen Spaß mit dir erlaubt.
Die Wahrheit ist, ich bin nicht sie. Ich habe keinen Asir, der auf mich aufpasst. Also gehe ich besser fort. Was, wo kam das? Ich mache noch Witze. Tut mir leid, ich hatte gerade einen Lauf. Obwohl, würdest du für einen Moment herkommen, Asir? Was ist das? Das ist ein Datenchip. Gerammelt voll mit Jellas gesicherten Daten. Alle Erinnerungen, die sie sammelte, zumindest bis du sie mit den Drachen getötet hast, sind hier drauf. Du solltest sie damit zurückholen können. Was? Was? Keine Sorge, es wird anders sein als mit ihm hier. Es wird die gleiche Tiella wieder aufleben lassen, die du kennst und liebst. Das tatsächliche Original. Alle Maschinen hier sind unbrauchbar, aber mit einer funktionierenden Anlage wie dieser wäre es möglich. Warum gibst du mir das? Nimm es als Entschuldigung dafür, dass ich dir so viel Kummer bereitet habe. Außerdem wüsste ich niemand Besseren, der diesen Chip bekommen sollte. Verstehe. Hier, nimm ihn. Ich kann ihn nicht annehmen. Warum nicht? Du könntest Tiella endlich wieder haben. Du liegst falsch. Wenn ich ihn benutzen würde, würde das Tiella nicht zurückbringen. Es würde nur jemand anderen erschaffen, anders als du oder sie. Wir können die, die wir verloren haben, nicht zurückbringen. So ist das Leben, Otella. Und der Grund ist, weswegen wir jeden Tag so hart ums Überleben kämpfen. Selbst bis zum bitteren Ende schmeichelst du mir mit leeren Worten. Autsch. Aber ich würde nicht weniger von dir erwarten, Asir. Danke. Ich schätze, ich entsorge den hier dann. Er würde nur Schwierigkeiten machen, wenn ich ihn hier lasse. Eigentlich würde es dir etwas ausmachen, ihn zu behalten. Warum ich? Du bist quasi Tiellas Familie. Es ergibt nur Sinn, dass du ihn sicher verwahren solltest. Wir können Tiella vielleicht nicht zurückbringen, aber wir können sie in unserem Erinnerung behalten. Wird gemacht. Wenn es dir damit besser geht, behalte ich ihn. Das tut es. Ich glaube, dass es auch Tiella glücklich machen würde. Wie auch immer, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Asir, ich bin wirklich froh, dass wir uns getroffen haben. Ich auch. Das gleiche gilt für dich, Jenny. Pass auf Asir auf. Otella. Auf Wiedersehen, ihr beiden. Das war's dann. Es ist vorbei. Danke. Es ist Zeit, dass wir nach Hause gehen. Ganz ehrlich, Asir kommt für mich, aber auch so als Beziehungscharakter käme für mich nie in Frage. Er ist ein super lieber Typ, aber er hängt so sehr an Tiella. Man wäre, glaube ich, immer nur die andere Frau, die nicht Tiella ist. Ich glaube, darauf hat so ziemlich keine Frau Lust. Ich glaube, da hat so ziemlich niemand drauf Lust. Egal ob Mann oder Frau. Einfach nur der andere Mann oder die andere Frau zu sein. Nun, dann sind wir doch fertig, wenn ich das richtig sehe für heute. Ups, falsche Taste. Yep. Haben wir alle erledigt? Dann können wir nach Hause gehen. Ja.
Wir haben auch ganz viel für die Lagerkisten. Und haben einiges, womit wir unsere Waffen verstärken könnten, heute gefunden. Eine mächtige Kugel, die über die Kraft des darin versiegelten Feuers verfügt. Sie scheint stärker zu sein als die normalen Kugeln. Nehme ich die doch auch mal mit im Rucksack. Alles an zusätzlicher Kampfkraft kann ja nicht schaden. Upsi. Dein. Und ein bisschen Essen brauchen wir dann noch für den nächsten Versuch gegen Geist. Aber hey, vielleicht bekommen wir schon morgen neue Beziehungsaufträge, um unsere Gruppe weiter zu stärken. Herbstschauer, Tag 14. Yep. Okay, zumindest von Emo haben wir einen neuen Auftrag, von Schrika haben wir einen neuen Auftrag. Das Schloss der Illusionen. Seine Fassade und die Ohren, der Ursprung der Zeitkatastrophe. All das bist du! Ist ja immer noch meine Theorie, dass sie aus der Zukunft kommt und die Ohren auch in die Vergangenheit geschickt hat, damit die Welt sich nicht weiterentwickelt und so gerettet werden kann vor dem Fortschritt. Ich habe nichts, das ich kochen kann. Danke, dass du mit Emo gesprochen hast. Ich habe mit Emo gesprochen. Boah, wo lese ich denn da? Danke, dass du mit Emo gesprochen hast. Ich habe mit Emo gesprochen. Sie sagt, du hast ihr neulich wirklich geholfen. Sie stand in letzter Zeit etwas neben sich. Aber jetzt scheint alles fast wieder in seinen gewohnten Gang zu gehen. Dennoch ist sie nicht über den Berg. Könntest du bei meiner Schenke vorbeikommen, wenn du eine Minute Zeit hast und selbst nach ihr sehen? Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher, es würde sie sehr glücklich machen. Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe. Es wird wohl noch dauern, bis das Wasser wieder klar ist. Aber ich bin froh, dass es nicht ernster wurde. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass sich die Lage seitdem beruhigt hat. Doch es hat sich eine neue Gefahr angetan, über die wir reden müssen. Könntest du mich im Tempel besuchen, wenn du einen Moment Zeit hast? Ja, alles klar. Also zu Schrika und Emo. Können wir direkt nochmal neu gehen. Weizen ist schon gewachsen. Das geht immer sehr schnell mit dem Weizen. Oh, und ich habe gar nicht gesehen, dass die Bohnen auch schon gewachsen sind. Immer alles weiter zu verarbeiten, sollte ich vielleicht ein paar Sachen auch lagern. Damit ich wieder kochen kann. Saft gibt 800. Ein gesunder Saft aus vielen leckeren Früchten. Köstlich frisch. Ja, nice. Den behalte ich halt auch im Inventar.
Aber die Sachen, aus denen ich Getränke machen kann, sollte ich vielleicht mitnehmen. Und auch die Sachen für den einen Smoker kann ich mitnehmen, davon habe ich genug. Und ich nehme ich nicht mit, davon hier habe ich nicht so viele. Zucker. Zuckersachen? Kann ich auch Zuckersachen herstellen? Ach, die Marmelade ist noch gar nicht zu gebrauchen. Okay, Zucker. Getränke. Nur noch Zucker. Und Gewürze. So, dann nehmen wir das doch mal mit. Irgendwas für Zucker und Gewürze. Zucker, Zucker, Zucker. Da. Irgendwas, das ich kochen kann, vielleicht noch finden. Ach, ihr seid aufgebraucht. Ihr seid alle noch am Wachsen. Wo ich hier gerade die Steine finde, die Erze, könnte man auch schauen, ob wir ein bisschen Verbesserung machen können in Lethe. Ist hier überhaupt was gepflanzt? Liegen da Samen? Ich sehe das gerade nicht so gut. Ich gucke einfach mal, indem ich Samen hole. Zwei Stück. Ich glaube, da war das Getreide, das ich abgebaut habe. So. Ich denke mal, ich hau den Traubensaft hier an zweite Stelle. Ja, was anderes kann ich ja aktuell gar nicht mit hochnehmen. Okay. Dann wieder ab nach Lethe. Mal gucken, ob wir Verbesserungen vornehmen können als an unseren Waffen. Schreit die Kleine mir einfach dazwischen und verunsichert mich total. Ich habe gerade für einen Moment vergessen, was ich sagen wollte. Wie hat man da plötzlich angeschrien? いらっしゃい。
Meine eigene Waffe kann ich nicht verbessern. Fände ich halt eigentlich schöner. Fände es schön, wenn ich meine eigene Waffe verbessern könnte. Was ist das denn? Golderz und Silbererz. Ja, komm. Dann gehe ich das doch suchen. Silbererz. Mache ich jetzt keine Verbesserung, sondern farme noch ein paar Materialien. Nee, wir geben jetzt nicht ganz viel Geld für Tototaco-Futter aus. Wir sind jetzt mal vernünftig. Und werden dann wohl beim nächsten Mal ein paar Erze farmen gehen. Und Nebenquests erfüllen. Und Erze farmen. Damit wir unsere Waffen deutlich verbessern können. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir haben wieder ein paar neue Beziehungsquests erledigt. Mit Azir geht es ja so langsam dem Ende zu, beziehungsmäßig. Stina wird, glaube ich, schwierig. Ich meine, gegen die Selbstzweifel. Mir fällt halt nicht ein, was sie dagegen machen könnte. Was macht man gegen Selbstzweifel? Man muss sich eigentlich in Erinnerung rufen, dass das, was man damals getan hat, ja nicht war, weil man es unbedingt wollte, sondern weil man keine andere Wahl hatte. Und am besten ist es sowieso, glaube ich, mit sich selbst abzuschließen, dass man halt gute und schlechte Seiten in sich hat und nicht die eine Seite verdrängen und nur die andere Seite zulassen. Du darfst auch manchmal ein Miststück sein. So sind Menschen nun mal. Du solltest das nur nicht übertreiben. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye.